Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich grüße dich heute am 5. Mai, immer noch in diesem großen Portal, in diesem großen Portal der weiteren Öffnung des Christusbewusstseins und vor allem der weiteren Aktivierung unseres Herzbewusstseins, unseres verbindenden Bewusstseins mit unserem göttlichen Selbst, mit der Urquelle von allem, was ist, mit einem weiteren Shift in die fünfte Dimension hinein. Ich grüße dich und schön, dass du da bist. Schöne Grüße immer noch aus Brixen. Ich bin noch on Tour, aber ich möchte dir berichten von einem, ja, von wunderschönen Begegnungen, gerade zu diesem Sternentor jetzt am 5. Mai, auch in unserem Seminar und der weiteren Vereinigung von Seelenenergie, von Seelen, Herz, Bewusstsein, welches auch ich so als Geschenk und dankbar empfangen dürfte hier während unseres Seminars Tauche ein in das göttliche Selbst. Nee, tauche ein in die göttliche Liebe deines Selbstes. Jetzt habe ich's. Ja, also, wie ging es dir? Ich kann dir erzählen, wie es mir ging und wie es vielen anderen auch ging in den letzten Tagen. Denn es gab einen Moment, ich glaube, es war der, heute ist Sonntag, ich glaube, es war der Freitag oder so, ja, wo wir also so meistens 3 Tage vorher und nachher öffnet sich ja schon dieses Feld so enorm und so extrem, wo auch die Seminarteilnehmer hier bei uns, bei mir, morgens kamen und sagte, Danielle, mach's bloß nicht so intensiv. Ich habe heute viel Trauer, ich konnte nicht schlafen, die ganze Nacht lang nicht, starke Müdigkeit, große, wirklich auch Öffnungen im Herzbewusstsein, auch Herzschmerz. Teilweise haben wir erfahren hier während der Übungen, gerade wenn es um Atemübungen ging, wo wir viel Kontakt mit unserer Physis hatten, mit unserem Körper hatten, dass also während tiefen Atemübungen, habe ich jetzt schon ganz oft erlebt, teilweise auch vom Ellenbogen an oder auch höher bis in die Hände hinein, Lähmungen war, Kälte war, Steifheit war, teilweise auch in den Beinen und die Arme, die Hände stehen ja für dieses Herz ausdehnen, für das Weitwerden. Also die Herzqualität fließt ja bis hinein in die Hände, um dann zu handeln, aus dem Herzbewusstsein zu handeln, so wie die Beine ja dafür sind, dass wir uns in Bewegung setzen, in unserem Leben in Bewegung setzen. Und das war wirklich sehr, sehr intensiv. Viel alter Druck kam hoch, nochmal alter Schmerz kam hoch. In den letzten Tagen, in der Öffnung dieses Portals jetzt hier. Und wir haben diese Portalöffnung schon sehr stark in unserer 12-Strang-DNS, bis also die 7 Chakren, bis in die 7. Dimension hinein. Und dann auch die 14 Chakren bis in die 14. Dimension schon hinein. Also eine starke kosmische, spirituelle Öffnung. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war sehr stark im Feld auch vieles Altes, Altes, Altes loszulassen. Und der Mai, nochmal, der Mai bringt uns jetzt die Kraft, die Energie, den Mut, das Vertrauen, viele alte Sachen im Leben abzuschließen, wirklich zu beenden. Und da gilt es auch, alte Glaubenssätze zu beenden, eben, ja, alte emotionale Trauer zu beenden, damit du genau in diesen Vorwärtsschub jetzt kommst für dein neues Leben, was wirklich auf dich wartet. Wir hatten eine ganz tolle Atemreise wieder. Und so viele haben erlebt und erfahren in diesem Reinigungsprozess und Heilungsprozess, manche, die jetzt schon mehrmals da waren, auch bei mir, wie es immer leichter wird, immer reiner wird in uns selbst und wie sich dann die Seelenpotenziale oder dein Seelenpotenzial immer mehr zeigt und öffnet. Umso reiner, umso klarer du in dir wirst und eben wirklich, wirklich, wirklich jetzt
vieles Altes auch abschließen kannst. Die Energie dafür ist da. Wir werden so kosmisch unterstützt dabei. Ja? Und was jetzt im Mai sehr intensiv ist, Entschuldigung, durch diese Zwillingsenergie ist, dass die gesamte Beziehungsebene Heilung erfahren darf und kann. Große Heilung steht an für die Beziehungsebene in allen möglichen Bereichen, was immer das ist, in deiner Familie, in deiner beruflichen Tätigkeit, in deinem Freundeskreis. Wir erfahren großes Heilpotenzial jetzt im Beziehungsbereich, damit du ganz wirst, damit du dir erlaubst, vollkommen wieder zu sein und zu werden, ganz zu werden, ja? In dir selbst, mit deinen männlichen und weiblichen Anteilen. Und etwas Wunderschönes durfte ich auch unter anderem erfahren. Wir haben eine Übung gemacht zum Thema Vertrauen, rückwärts zu laufen. Es ist ein sehr schöner Raum mehr hier im Hotel Fischer. Wunderschöner Seminarraum, ein großer Seminarraum mit Weitblick. Und die Übung war, langsam rückwärts zu laufen mit Vertrauen in dir, ohne zu wissen, was hinten ist, hinter dir ist, wer da läuft, zu fühlen, lernen zu fühlen, ja, lernen zu fühlen, die Zukunft nach vorne zu fühlen, auch dieses Männliche nach vorne. Und die Vergangenheit im Rücken zu fühlen oder das Weibliche beziehungsweise auch die Ahnen und dein ganzes Energiefeld zu fühlen. Beginnen wirklich 360 Grad, also ringsherum zu fühlen. Und sehr, sehr interessant war es. Ein großer Raum und alle standen außen an der Seite, erstmal auf ihrem Platz und drehten sich also um und begannen langsam zu laufen. Und es war so interessant zu sehen und zu erfahren, ich war ja außen und durfte das beobachten, wie die Seelenenergie sich anzog, das heißt auch über die Physis, es entstand wie in einer Spirale ein Aufeinanderzugehen rückwärts, ohne dass, also diejenige wusste, was ist da im Rücken, wo gehe ich eigentlich hin? Und die Auren haben sich so energetisch angezogen, langsam, bis ins Zentrum hinein des Raumes, sodass dann die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen zusammenkamen, wie in eine Essenz hinein, ohne dass sie das wussten, dass sie aufeinander rückwärts zulaufen, ja? Und sie haben sich förmlich angezogen. Der Magnetismus hat sich ja, richtig gezeigt, wie also Seelen sich anziehen, auch über den physischen Körper, auch über die Aura. Und zum Schluss standen wirklich alle irgendwie Rücken an Rücken, mehr oder weniger, und konnten sich spüren und fühlen. Es ging auch um Begegnungen Rücken an Rücken und um Berührungen Rücken an Rücken und um das Fühlen Rücken an Rücken, erstmal nur um das Wahrnehmen. Nur um das Wahrnehmen, ohne zu beurteilen und zu bewerten. Und das Abschlussbild, als wir dann fertig waren, als sich alle umdrehten, auf einmal standen alle wie in einer Spirale mitten im Raum im Zentrum, gebündelt in der Energie der Herzkraft, des Herzbewusstseins. Ja, ein auch für mich wunder, wunder, wunderschöner Moment, das zu erleben und die ganze Kraft und die ganze Power zu sehen und zu erleben. Und diese Öffnung jetzt mit diesem Portal erlaubt dir, sofern du wirklich bereit bist, dich ganz weit
nach oben und nach unten aufzumachen. Immer wieder. Auch wenn du vielleicht nicht schlafen konntest. Ich konnte auch wieder nicht schlafen, ja, 2 Nächte lang nicht. Ja. Oder wenn du auch, was immer du auch erfahren hast, öffne dich in diesem Bewusstsein, dass du es empfängst, um dich auszudehnen, beziehungsweise auch wieder nach innen zu kommen, zu dir in die volle Essenz deiner Seele, deiner Seelenkraft, deines Seelenbewusstseins und von da in die Anbindung wirklich der kosmischen, höchsten kosmischen Kräfte. Genauso wie die Anbindung an die Erde. Ja, Dankeschön für diese Erfahrung. Wirklich Dankeschön, dass auch ich immer so viele Geschenke bekomme auf unseren gemeinsamen Seelenreisen, direkt vor Ort, wenn wir uns sehen und wenn wir uns treffen und wenn wir uns finden. Und diese Zentrierung, die ich gerade beschrieben habe, die ist jetzt in dir möglich. Diese Zentrierung ist in dir möglich, dass du die Kraft aus der inneren Erde hervorholst, hochziehst im wahrsten Sinne des Wortes, sie einatmest, hochziehst durch deine Beine, durch deine Füße, durch deine Beine in dein Becken hinein, um dort deine ganze kreative Kraft, ob in einem männlichen oder weiblichen Körper, zu aktivieren, dort dein ganzes lebendiges Sein, welches von dort jetzt aufsteigt in dein Herzbewusstsein, in deine Herzöffnung, sodass dies weiter nach oben emporgehen kann zu deiner Seele, zu deinem hohen Selbst, zu deinem Ich Bin und bis zur Quelle von dort wieder zurück in dein Herz. Und diese Vereinigung der Ebenen, oben, unten, rechts, links, vorne, hinten, diese ganz große Vereinigung mit deinem höchsten göttlichen Potenzial. Und da komme ich jetzt nochmal zurück darauf. Umso mehr du dich damit verbindest, und ich möchte gerne auch mit dir eine schöne Übung noch heute machen dazu, dir das gerne weiterreichen. Umso mehr du dich verbindest in diesem ausgerichteten vertikalen Bewusstsein, in dieser Ausrichtung mit Himmel und Erde, umso mehr erfährst du in dir dieses Ganzsein, dieses Heilsein, dieses Einssein, dieses Vereinigen in deiner Essenz und Strahlkraft deines gesamten kosmischen Seins und Selbstes. Und die Potenziale dann, das war so schön, das haben schon einige auch so wunderbar erlebt, diese öffnen sich dann in ganz viele weite Dimensionen hinein, in das, was du auch bist, was du vollkommen bist, das, was du wahrhaftig bist. Ja, das, was du wahrhaftig bist. Und da wartet so viel Fülle auf dich in den verschiedensten Aspekten deines Seins. In den, ja, es ist eine Form von Unendlichkeit, das kann man sich gar nicht erdenken. Es geht jetzt um diesen Reichtum deiner Seele, dass du dich öffnest und dies empfängst in der Emanigationskraft deiner Seele. Da ist so viel da, da ist so viel möglich. Wenn du dich dafür öffnest und all diese Codes immer intensiver atmest, empfängst und dich aufmachst, anders geht's gar nicht mehr. Es geht nicht mehr im Widerstand. Es geht einfach nicht mehr im Widerstand. Mache dich auf. Erlaube es. Ja, empfange es. Sag ja dazu. Und du wirst sehen. Du wirst dann in deiner eigenen Klärung und Reinigung immer heiler werden, immer klarer werden, immer friedvoller werden, immer ruhiger werden, immer beständiger werden, stabiler, konstanter, lichtvoller, offener, ja, ein unglaublicher
Weg des Alleinsseins mit allem, was ist, was du bist. Ja, das ist einfach mal die Essenz unserer Reise, die wir jetzt hier in Brixen hatten. Und bevor ich diese wunderschöne Übung dir gerne jetzt noch weitergebe, ja, ich fühle auch gerade dieses Erfülltsein wieder so intensiv. Okay, möchte ich einfach nochmal danken. Dir danken, euch danken. Von Herzen, 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 wirklich danke, danke, danke. Ja? Eine Reise biete ich dieses Jahr noch an. Das ist im Norden diesmal. Und das ist toll, dass es im Norden ist, ja? Ich bin ja eine Nordfrau. Und alle anderen Reisen dann erst wieder im nächsten Jahr. Aber mal sehen, was alles noch kommt. Mal sehen, was jetzt alles noch kommt. Gut. Erlaube dir jetzt wirklich im Mai, dich ganz in dir zu zentrieren, um dich darin dann zu öffnen, ja, in deiner ganzen Vorstellungskraft, was möglich ist, die ganze Magie, die ganze Imaginationskraft, Magie, Magie steckt darin, der Schöpfungskraft deines Selbstes. Okay, wir gehen, wenn du magst, jetzt hinein, und zwar in eine Meditation zur Heilung und Integration von Seelenaspekten, die vielleicht noch nicht da sind, die du aber empfangen kannst jetzt. Flux mal noch, ich verstärke mich noch in meiner Sehkraft. Also in einer Meditation zur Heilung und Integration der Seelenaspekte. Und diese Ausrichtung ist, wie gesagt, die vertikale Ausrichtung. Deine Prana-Röhre, also der Lichtkanal in deiner Wirbelsäule, das ist deine Prana-Röhre, ja? Wir verankern den jetzt nochmal, diesen Lichtkanal in deiner Wirbelsäule. Und ich führe dich da auch schön mit rein. Du kannst es immer wiederholen, jederzeit in deinem Rhythmus. Fühl dich herzlich eingeladen dazu. Gut, und wenn du magst, dann atme tief ein und aus und entspanne dich, lehne dich an und entspanne dich. Vielleicht möchtest du eine Hand auf dem Bauch halten, eine Hand auf dem Herzen halten, damit du dich fühlen kannst, damit du ganz bei dir bist, damit du dich und deinen Atem wahrnehmen kannst. Und dann schließe die Augen, atme ein paar Mal tief ein und aus. Du atmest durch die Nase ein und mit dem Ausatmen gerne durch den offenen Mund aus und entspanne dich darin. Atme alle Anspannungen jetzt aus und atme tiefe Ruhe ein. Du atmest tiefe Ruhe ein und alle Anspannungen aus. Fühle die Füße auf dem Boden hüftbreit und erlaube dir, dich wirklich tief in dir selbst zu entspannen. Und nun konzentriere dich auf deine Prana-Röhre, das heißt auf deine ganze Wirbelsäule als einen Lichtkanal in der Mitte deines Körpers. Atme und visualisiere, wie diese Lichtröhre aus deinem Becken, Steißbein über die Erde sich im Mittelpunkt der Erde verankert. Und wie das Licht aus dem Mittelpunkt der Erde
wieder zurück über die Beine in deinen Körper hineinfließt, in dein Wurzelchakra und dann deine unteren Chakren nach oben hinauf in dein Herz. Und das Licht dann von deinem Herzen über die oberen Chakren, aber auch über diese Lichtröhre, über die Krone hinaus, über dein Seelensternchakra hinaus, bis in den Kosmos fließt, bis zur Urquelle von allem, was ist. Und von dort fließt das Licht zurück in dein Herz. Und spüre also, wie die Energie aus der Erde tief zu dir fließt, indem du aus dem Inneren der Erde Energie wirklich hochziehst mit dem Einatmen in die Prana-Röhre, hochatmest in dein Herz hinein. Und das Gleiche auch, wenn du ausatmest, nochmal vom Herzen einatmest und aus dem höchsten Bewusstsein deines Selbstes ausatmend auch dieses Licht hineinfließt durch die Prana-Röhre in dein Herz. Atme wundervolle Christus-Energie von oben in deine Prana-Röhre hinein. Sieh, wie deine ganze Lichtröhre, deine ganze Prana-Röhre aktiv ist. Atme Licht und du bist, sitzt oder stehst oder liegst in deinem Lichtrohr, bist vollkommen verbunden mit Himmel und Erde in deinem Herzen. Und so bist du wundervoll, sowohl mit der Erde als auch mit dem Kosmos verbunden. Konzentriere dich jetzt auf das Zentrum deines Herzens, deines Herzchakras. Atme und lasse die wunderbare Energie aus deiner Prana-Röhre, das ganze Licht, jetzt aus deinem Herzchakra in deinen gesamten Körper und um den Körper herum in deine Aura fließen. Stell dir vor, dass dein Herz wie eine Art Stern ist und dieses Licht aus der Prana-Röhre fließt durch dein Herzchakra, durch diesen Stern, durch alle deine Strahlen in deinen ganzen Lichtkörper hinein und weitet sich aus, so dass die ganze Lichtröhre sich um dich herum ausdehnt, dein Lichtfeld sich ausdehnt und weit verbindet mit den Lichtfeldern um dich herum, unter dir, über dir und wo, so wo du magst. Und atme und stelle dir jetzt vor, wie von deinem Körper aus Verbindungen zu anderen Aspekten deines Seins gehen, aus diesem Strahlen deines Herzbewusstseins heraus, zu deinen anderen Inkarnationen. Sende wundervolle Strahlen reinster Liebe und reinsten Christuslichtes aus deinem Herzen, entlang dieser Verbindungen zu deinen anderen Inkarnationen. Wenn du das Bedürfnis hast, sprich zu deinen Aspekten aus diesen anderen Inkarnationen. Sage ihnen zum Beispiel, dass alles so in Ordnung ist, wie es ist.
und dass sie ihre Aufgabe wundervoll erfüllt haben. Sage ihnen vielleicht, dass sie jeglichen Glaubenssatz, den sie in ihrem Leiden oder Sterben gefasst haben, umwandeln können in Ich bin die wundervolle Gegenwart Gottes. Ich bin das Licht. Ich lebe im Licht. Das Licht schützt und behütet und heilt mich. Hülle sie in wundervollstes weißes Christuslicht, in wundervolle violette transformierende Energie. Und in wundervollstes grünes heilendes Licht. Wenn du magst, bleibst du noch in dieser Energie und hältst das Video an. Und dann komme mit deinem Bewusstsein langsam wieder zu deinem jetzigen Körper zurück. Atme tief ein und aus. Vielleicht noch mal wirklich tief ein und aus. Und wenn du magst, sprich gerne noch mal für dich ganz klar und rein: Ich bin die wundervolle Gegenwart Gottes, die wundervolle Gegenwart meines Ich Bin. Ich bin das Licht. Ich lebe im Licht. Das Licht schützt, behütet und heilt mich. Atme dann ein paar Mal tief ein und aus und öffne langsam wieder deine Augen. Bis du jetzt wieder ganz im Hier und Jetzt ankommst. Wunderbar, entspannt, gestärkt und glücklich. Danke, Namaste. Die Sonne fing an zu scheinen dabei. Ich wünsche dir eine wundervolle, gesegnete Zeit. Deine Danielle. Ich sehe fast gar nichts mehr vor lauter Licht. Tschüss.